Und jetzt abschließend wieder zurück nach Deutschland und zwar mit Olaf Tschimpke vom NABU. Hallo Leute! Super! 2018 wird unser Jahr für die Agrarwende. Wir werden es nicht zulassen, dass Frau Merkel weiterhin die Haubentaucherin spielt bei der Agrarpolitik. Dann wird sie nicht wieder auftauchen. Wir fordern Präsident Macron auf, endlich Frau Merkel in Schwung zu bringen, damit wir eine neue gemeinsame europäische Agrarpolitik auf den Weg bringen. Die Dame braucht das. Wie kann man in New York die Nachhaltigkeitsziele unterschreiben und dann steht nichts im CDU-Parteiprogramm? Das, so kann man mit den Menschen und den Bürgern nicht umgehen. Das ist ein Fehler in der Demokratie. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Und bei der Agrarpolitik muss es anfangen. Wir brauchen eine neue EU-Agrarpolitik. Wir brauchen einen neuen Anfang. Schulz, wenn Sie morgen in Bonn den Parteitag haben, hören Sie auf Ihre Frau. Frauenpower aus Würselenden, Frau Schulz ist NABU-Mitglied, hören Sie auf Ihre Frau. Was wollen wir? Wir wollen mit den Bauern endlich in die Zukunft gehen. Und zwar gemeinsam in die Zukunft gehen. Und deswegen muss die EU-Agrarpolitik grundsätzlich saniert werden. Wir brauchen einen Investitionsfonds. Wir brauchen einen Transformationsfonds, dass die Bauern sich auch leisten können, nachträglich zu wirtschaften, dass der Umbau passieren kann. Und Herr Rucki, wir sind mehr an der Seite der Bauern als Sie. Wir haben ein Bauernsterben. 35% der bäuerlichen Betriebe haben in den letzten 16 Jahren aufgeben müssen. Gleichzeitig sterben die Insekten 75%. Die Feldlärche verschwindet, der Kiebitz verschwindet. Das kann so nicht weitergehen. Deswegen brauchen wir neben einem Transformationsfonds, der die Bauern unterstützt bei der Umstellung, auch einen europäischen Naturschutzfonds, der die Bauern endlich entlohnt dafür, dass sie Leistungen für den Natur- und Umweltschutz erbringt. Und das wollen wir gemeinsam durchkämpfen. Lass uns das zusammen machen mit unseren französischen Freunden. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Super, dass ihr hier seid. Lasst uns kämpfen.